Puh, schöner Helm. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reap of Souls. Und der Helm ist eines von den besten Sets, die ich kenne. Nämlich die Maske des Marodeurs aus dem Set Ausstattung des Marodeurs. Und seht euch mal die Set-Bonus an, vor allem das vierte Set-Bonus beim Einsatz von Gefährten. Werden alle Gefährten herbeigerufen, also alle zusammen und unterstützen mich. Also wenn ihr vier haben oder drei und den Ring ausrüsten, der uns den Z-Bonus weniger, also schneller bringt, dann ist das mega geil. Und da wir auch mit Geschützturm angreifen, ist der Z-Bonus mit 6 absolute Spitze. Also wenn ihr alle haben, dann sind wir mega stark. Und wie ihr seht, habe ich das erhöhten Schaden von Chakam umändern wollen, habe es aber nicht geschafft, auf Elementarpfeil umzuändern. So, außerdem habe ich, die Stinkehosen haben wir das letzte Mal gefunden. Den Köcher könnte ich euch zeigen, ich weiß nicht, ob ich den schon gezeigt habe. Dann habe ich den Nagelring wieder ausgerüstet und, sonst hier glaube ich nichts mehr Neues. Aber hier habe ich zum Beispiel Danettas Rache. Oder wie gerne gesagt, Avery und Ivory. Aber ich habe nur Avery. ich brauche noch Danettas Trotz. Dann habe ich, Salto kostet jetzt 8 Hass statt Disziplin. Und dann kann man eigentlich fast unendlich das Salto einsetzen. Dann habe ich hier noch ein recht gut. Das ist der alte Helm. Zum Beispiel Schlammspritze mit Eisenkappe. Das ist auch sehr nice. Bewegungsgeschwindigkeit. Die habe ich ja gezeigt. Da habe ich noch den Zerfetzer gefunden. Plan. Leoric Siegelring habe ich hier. Und nochmals gefunden. Und sonst. Ja. Habe ich eigentlich nicht viel gefunden. Die Schlüssel fielen nicht. Keine Ahnung. Deswegen. Und ich habe einfach ein paar Rifts gemacht. Auf T1 natürlich. Der Zerfetzer muss ich mal anschauen. Also. Wir haben so viele Sachen jetzt schon hin. Das ist Wahnsinn. Geteilter Griff. Ein Auge. Nachternte. Aha, das ist der. Endloser Krieg. Infernale. Das sind die Sachen. Singuläre. Grießwurz, Hirtenstab, Zepter. Der Zerfetzer hier. Zweihandstreitkolben. Oh, Chance von 25-50%, den Boden unter den Füßen Gegner aufbrechen zu lassen, wenn ihr angreift. Das wäre für einen Barbaren richtig geil. Ich werde sowieso wahrscheinlich bald nochmals den Barbaren ausprobieren, bevor wir in den Leather-Modus gehen. Oder ich werde im Leather-Modus einen Barbaren machen, aber ich möchte dort den Mönch eigentlich machen. Denken. Eigentlich möchte ich schon mehr den Barbaren nehmen und der Mönch eher nicht im Leather-Modus. Wir gehen erstmal schauen, ob die Höhle da ist mit dem Kauderwäschstein. Und ja, dann werden wir noch ein paar Rifts machen natürlich. Wir brauchen bessere Ausrüstung, das droppt relativ gut. Mit dem Helm, der hat ja auch einen Topas jetzt drin. Und es leckt wieder obligatorisch ein bisschen am Anfang. Tut mir leid. Und ich habe hier diesen Skill reingetan. Kurz noch zeigen. Dafür die Dinge nicht. Ja, was macht die denn für Schaden? Geht's noch? Schon am Anfang so ein schwerer Gegner. Schadenstechnisch.
Dank dem Reflekt halt. Gib mir mal ein paar. Ja, nicht mal ein droppt. Das ist immer so unfair. Da unten ist einer. Gut. Noch einer. Prima. Ja, jetzt sind sie plötzlich sofort tot. Okay. Das ist ein starker. Der hat sehr starke Sachen dabei. So, jetzt müsst ihr nicht noch runterkommen, bitte. Weg damit. Danke. Noch einer. Noch ein Katapult. So. Also hier ist mal keine. Weg damit. Ihr Gesindel. Macht sehr viel Damage, das geht, das ist so geil. Gut. Gehen wir mal runter zum Katapult, vielleicht ist er dort. Ein paar Geschütztürme platzieren, so. Also er kann natürlich auch hier unten sein. Schauen wir mal den Skill an. Rachehagel, Sonne verdunkeln, Blitz, das ist sehr gut, weil wir auch Blitzerhöhung haben. Füllt eine massive Pfeilsalve auf einen großen Wirkungsbereich ab. Pfeile fallen vom Himmel und fügen allen Gegnern im Wirkungsbereich im Verlauf von 5 Sekunden 2800% Waffenschaden als Blitzschaden zu. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich wie irgendwie nicht mehr konzentriert, also der Angriff der Gegner nicht mehr konzentriert auf mich beruht, sondern auf den Wolf, der lenkt sie irgendwie ein bisschen besser aus ab. Oder so. Nein, nicht. Oh, schon wieder so ein langsamer Rückstoßteil mit langsamer Verlangsamung. Mag ich nicht. Mag ich gar nicht. Die Gegner hier sind fast stärker als in einem Rift. Einen Bogen. Für mich den Drago Maslan. So, wo ist es die Höhle? Grüße. Ach, viel zu viele Fledermäuse hier. Weg damit. Aha. Schon das nächste Scheiße. Ja, genau. Konzentriert euch auf ihn. Oh Gott, wie viel Samen hier. So, aus den Latschen gehauen. Gut. Ist die Höhle
Irgendwo hier gehört mir die Höhle. Da ist ja die Höhle. Schnell rein. Das ist die Eisschlaghöhle. Okay, schade. Und die Latenz ist auch nicht gerade gut. 351 Millisekunden. Wir schauen mal, ob der da ist. Das Steinfort. Regen prasselt auf dir nieder. Oh Gottchen, mach das schon. Oh Gott, das sieht man gar nicht auf der Treppe. Geh mal weg, komm mal runter. Genau, komm mal runter. Nein, nicht vervielfältigen. Weg damit. Oh Gott. Er übertreibt. Er übertreibt. So. Gebt mir jetzt diesen. Ah, schon wieder nicht. Also jetzt zuerst Rift. Dachte, meine Katze hätte wieder gejammert. Zuerst Rift. Nämlich in Westmark. Machen wir den Rift. Vielleicht kommt diesmal der Goblin. Ich hoffe es jedenfalls. Ich wollte eigentlich selber öffnen. Ah, nicht schon wieder die Spinnenhöhle, die kommt so extrem oft. Ich habe ein weiteres Mal diese Kanalisation gefunden. Und, hey, wieso laggt es hier so? Hallo. Nicht laggen. Und diesmal war es viel entspannter zum Bereisen, nicht mehr so zerklüftet. Und ist noch ein recht nettes Level, wenn es nicht so extrem viele Sack gegessen hätte. Aber gegnertechnisch war es sehr schön. Keine zähen Gegner oder so. Aber das ist eben nicht immer so, weil alles zufällig ist im Rift. Der explodiert sofort. Aha. Zeig mir mal die Legendaris. Bringt sie mir. Ich brauche noch welche. Schatzpigmeer. Bitte mit Portal. Wäre sehr nett. Nö, kein Portal.
Ach man, ich brauch doch die Legendäres aus dem Portal. Es droppt übrigens immer zwei Items vom Boss. Zwei Legendary. Das ist mal sehr toll. Oh Gott, zu fette Leute. Ja, toll. Mercer, Gewittersturm zusammen, das ist zu hart für meinen kleinen armen Dämon Hunter. Ja, ich kann nicht schon wieder Heiltränke benutzen. Aber eine Kettenreaktion wurde ausgelöst durch Lebensband. Schon viel besser. Oh Gottchen, machen die schon. Ich denke mal, die Defensive ging halt sehr zurück durch das MF wieder. Aber auch die Gegner sind diesmal viel stärker. Ich hatte weniger Probleme im letzten Lift. Ach Gott, ich sei zu schnell. So. Auch nichts Legendary gedroppt. Aber das kommt schon. Ich bin ein bisschen verflucht oder so. Immer wenn ich nicht aufnehme, droppen mehr Legendaries. Ob Blizzard nicht will, ob Blizzard irgendwie Fraps erkennt. Und wenn ich aufnehme, droppen automatisch weniger oder so. Wer weiß. Es gibt viele Publisher, die nicht mögen, dass man aufnimmt. Weil sie denken, ja, das macht das Marketing kaputt oder so. Da kuppelt es das Marketing auf. Aber das verstehen die meisten Leute nicht. Gehen wir nach oben. Hier ist es doch schön. Ah, Sackgasse. Der Sack ist gegossen. Hi, ihr Schütztürmchen. Ach, lasst mich mal in Ruhe. Schon wieder einer. Ja, danke, ich kann gar nichts machen. Kein Geschoss kommt durch. Ja, ich... Was ist das? Die können einfach die ganze Zeit wallen. Einer ist tot, der andere ist auch tot, nur noch der lebt. Wo ist der Rest? Ist noch eine weitere unten. Ah, hier ist der. Der Loot. Ah, schönes Effektgewitter. Ha. Das haben wir auch geschafft.
Yeah, mehr Magic Fund. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, stirb mal. Genau, du Jitschak, doch Schädelbrecher. So, Dele. Auch den haben wir erledigt. Ein bisschen leise machen. So. Hier geht's wahrscheinlich weiter, da will ich nicht hin. Was ist denn hier oben? Oder hier geht's weiter. Scheinbar geht's hier weiter. Ah, dann gehe ich lieber nach rechts kurz und dann nach unten. Dort haben wir noch nicht entdeckt. Also hier ist nichts. Ich möchte mindestens einen Elite noch finden. Aber sieht nicht so gut aus, weil da vorne wahrscheinlich auch nicht viel ist. Ich brauche mehr Disziplin. Ich brauche doch ein Legendary. Etwas Gutes zum Naschen. Nicht genug Disziplin. Mit einer Belohnung drin. Ja, was ist hier unten? Ja, toll. Zwei Kokons. Mit viel Gold drin. Also. Was haben wir hier? Viele dieses Kletterergegner. Aus dem dritten Akt. Und aus dem vierten Akt. Die immer hochgeklettert kommen. Also hier unten ist noch etwas, aber ich denke auch nicht viel. Ach mein, oh, kein Legendary, kein Elite-Gegner mehr. Was ist los mit dem Eierstock? Da oben, die letzte Chance. Was kommt da noch raus? Also hier links war ja nichts. Ich bin ein Nadelkissen und schleudere ein paar Nadeln auf die nicht vorhandenen Gegner. Oder plötzlich vorhandenen Gegner. Ja, auch nichts. Ach komm! Jetzt müssen wir so lange laufen. Bisschen besser in Erfolg hätte ich schon erwartet. Bisschen mehr Erfolg. Da ist noch ein kleines Teilchen. Auch ein Eierstock. Na? Jetzt nach oben. Ich habe zu wenig Disziplin. Oh. Ach, wie lange geht das noch? Okay.
die Schweizer Ebene. Ah, das ist so eine Ebene. Sollte ein cooles Grab. Ah, oh, sind das weitläufige Levels hier. Was ist denn da? Ah, das ist... Ah, das war der Anfang. Das ist die, wie nennt man diese Ebene? Ja, die davor halt. Darum ist die so weitläufig. Mit den Tergruben, genau. Schöne Gegner hat sie hier aus den Fetten. Sind es keine, die nerven. Die recht schnell alle down sind. Okay, vielleicht sollten wir lieber ein bisschen runterlaufen. Nicht in eine Richtung. Und bald kommt auch der Rift-Boss. Aber es fehlen hier ein bisschen an Elite-Gegner. Ich brauche doch die Herausforderung. Blizzard fügt mir ein. Gebt mir einen richtigen Gegner. Danke für die Rüstung. Hier ist scheinbar recht wenig los. Was ist hier unten? Skeletti. Okay. Irgendwie wieder ein bisschen nach oben. Also wir machen Driftboss und gehen dann raus. Zuerst mal muss der überhaupt spawnen können. Das geht natürlich schneller mit Elite. Ja, ein Schwert brauche ich ja nicht oder ein Dolch. Ja, weg damit. Ist natürlich blöd, wenn hier keine Elite erscheinen. Aber hier haben wir einen. Aua, nicht schieben. Ja, genau. Zweifacher Gift. Ein giftiges Monster. So ein giftiges Monster.
Es will nichts kommen. Gib mir die Monster, die ich verdient habe. Ich brauche eine Herausforderung. Also Riffboss, du wenigstens ein bisschen. Ohne Gift oder so. Mann gegen Mann und nicht Elemente gegen Elemente. Komm schon. Ich bin überlastet. Ja, ich bin auch überlastet. Ach komm. Komm schon, Männer. Ich kehre in die Stadt zurück. Ja, ja, muss nicht immer alles kommentieren. Ich bin hier der Kommentator. Ich kommentiere. Gefährte. Naja. Bisschen mehr Schade. Nö. Mehrfach Schuss. Ja, der hat kein Leben. Nee. Es fehlen immer wichtige Attribute bei den starken Gegenständen. Bisschen gemein. Gebt mir den Riffboss, genau, gebt mir. Mehr Gegner, mehr Gegner. So. Oh, nicht so eine. Knochenhexe. Schon die ganze Zeit Hexe, also von diesen Toten beschwören und jetzt kommt noch ein Knochenhexe. Hast du eine langsame Angriffsgeschwindigkeit? Also macht das sehr viel Schaden, muss ich mal ausprobieren. Ja, das nützt mir nichts. Ja, der Wolf absorbiert. Ja, der macht recht viel Schaden. Der Wolf stirbt ja bald. Das habe ich noch nie, dass der Wolf gestorben ist. Das wird also der erste Gegner sein, der den Wolf killt oder was. Lass den Wolf in Ruhe. Nicht töten. Aua. Das ist ein Mehrfachgeschoss sogar. Ja, toll. Na? Nichts Gescheites. Geh weg. Sodele.
Also ich denke, hier kommt nichts mehr Gescheites, weil die Drop-Chance recht schlecht ist. Ja, toll. Jetzt bin ich da noch in einen Mega-Kampf verwickelt. Ja, machen wir den Kampf noch. Und dann mache ich im nächsten Part einen neuen Rift. Ich denke aber zuerst werden wir noch ein bisschen Schlüsselwächter nerven. So. Also. Aha, wir haben einen Keystone gefunden. Dann wissen wir, was nächstes Mal ansteht. Okay, ich hoffe erst. Na, das wäre Verschwendung. Ich werde mich zuerst mal ein bisschen verbessern. Machen wir den Rift Tombstone noch nicht. Ja, aber immerhin haben wir jetzt einen. Ach, wenn er Level 1 ist, der droppt wahrscheinlich immer zuerst auf Level 1. Und dann so weiter, also. Ja. Also heute war leider, also heute in diesem Part war leider nichts mit Legendary, aber der nächste Part hoffentlich besser da. So. Also, und ich werde mal schauen, ein paar andere Charakterklassen nochmals anspielen. Und wenn mir eine gut gefällt, also ich weiß, dass mir Zauberin und Barbar momentan wirklich sehr gut gefallen. Und der Mönch möchte ich ja dann im Ding machen. Oder den Mönch könnte ich eigentlich auch machen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Blizzard uns noch lässt, bis 2.1 rauskommt. Aber ich hoffe, noch einige Zeit lang, damit ich noch alles da austesten kann. Und ja, eventuell werde ich doch einen Barbar nehmen im Ding. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das zocken werde, der Letter-Modus. Kommt auf die Dauer drauf an und was es für neue Items gibt. Und eventuell nicht sofort, also eventuell schon sofort, und wir machen ein bisschen die Akte durch. Oh, aber ja, ich weiß nicht. Mal schauen dann. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.